Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, Herr Hauptballon. Tja, wir wünschen mal einen schönen Silvesterfeiertag und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ne? Und ja, mit dabei ist Justin, der edle Herr. Ja, hallo. Hat die abgebrochen? Guten Rutsch ins neue Jahr. Jo. Danke, danke. Bitte, bitte. Ja, ich fahre auf Feld 16. Die wollen Dünger haben. Wollen sie kriegen. Ja, morgen ist Neujahr, ne? Und das Jahr ist zu Ende. Ja, und morgen ist auch noch Livestream. Das stimmt. Das habe ich total verdrängt. Und mein Feld ist auf der anderen Seite, ich glaub's doch gar nicht. Vom Berg hier. Na gut, dann müssen wir halt hinterm. Ja, in der Kreuze wieder hochfahren. Das war im Prinzip um die Ecke das Feld. Macht nichts. Dann fahren wir halt durch ein schönes Örtchen hier. Dann kriegst du ja bald morgen Post. Na, ihr kriegt morgen Post. Ne, morgen nicht. Am Montag oder Dienstag. Ja. Aus Österreich. Eine schöne Weihnachtskarte. Extra Mühe geben. Ja, Freitag, Silvester, da geht mein Urlaub zu Ende. Leider. Alles Gute muss mal zu Ende sein. Ob der Marsch einfach eine andere Produktion haben, denke ich mal. Aber auch nötig. War nicht alles, aber immer ein Teil davon. Jo. Unsere Fälle alle gedüngt. Ja, unsere Fälle sind fertig. Dann ist gut. Ja, müssen wir nichts mehr machen. Weil ich gerade wieder sehe, hier sind die Sojabohnen, die ich gerade dünge. Wäre ja schlimm, wenn unsere Felder nicht fertig wären. Ja. Nee, auf dem Marsch müssen wir erst Paletten herstellen. Normalerweise Sägewerk und Holz und Paletten. Immer. Dann haben wir mal einen Anfang. Dann können wir alles andere herstellen. Also, Kunde die Molkerei müssen wir uns dann wieder kaufen. Und die Mühle. Mühle und Bäckerei. Genau. Das, was wir jetzt hier auch haben. Ich hoffe ja, dass wir unsere Bäckerei noch hier bedienen können. Ne? Das wird noch. Dass wir dann am Livestream mal eine große Ernte machen können. Was ich heute schon vorhatte. Ja. Wir nächstes Mal machen. Ja, mal schauen. Dass wir dann so weit vorspulen, dass wir dann sagen können, wir können anfangen mit der Ernte. Ja.
Fertig. Jo. Oh, was haben wir noch schön? Düngen, Feld 4, 17. Auch noch eine Ecke. Hinter dem Bahndamm, ne? Ah, macht nichts, da fahren wir eh vorbei. Wir haben einen Bahndamm da. Werden wir abschließen. Gibt es ja auch noch ein kleines Feld. So, hier einmal hoch und dann fertig. Baumwolle. Wenn du fertig bist, ne? Ja. Fertig. Zu Hofer, oder? Ja, ich fahre zum Hof. Auf zum Hof. Muss gewalzt werden. Du kannst ja walzen. Nee, danke. Hat keinen Zweck, das funktioniert nicht. Dann müsstest du es wieder neu umbrechen und dann wieder aussehen. Dann kannst du walzen. Ja, okay. Aber für 5%,
Aber für 5% besser Ertrag lohnt sich jetzt nicht. Nee. Dann müssten wir höchstens mal eine andere Frucht einbringen. Aber wie gesagt, bei Gras, auch wenn jetzt gefixt wurde und entsprechend weniger brauchst, aber wie gesagt, das lohnt sich in dem Fall nicht. Bis wir da die 5% verdient haben, ist es hier Ostern. Ja. Ey, klauen Sie mir den Ball hier. Ja, dann lag der noch am Feld. Ach so, dann wollen wir den vergessen hatten wir. Ja. So, neuerdings die Halle schluckt wir leer. E-Traktor jetzt. Guck mal, hier ist doch noch ein Parkplatz frei. Die kannst du noch einfahren. Ich wollte doch mir ein bisschen Mühe geben. Ja, bevor wir Neujahr feiern. So, hier haben wir keinen Ton. Der edle Herr möchte schlafen. Yeah. Ja, wir wollen die Ernte irgendwann beginnen, ne? Wir packen an den Traktor ein. Konnte noch nicht mal Traktor ausmachen. Ja, ist nicht schlimm. Was ist auch ein Traktor passiert? Das ist ja mitten in der Kuhwelle. Ja, der Fendt. Wieso ist der Kuhwein? Weiß ich auch nicht. Ein Bug. Egal. Ja, hör. Das ist ein reingehoben, ne? Nee, wirklich nicht, ohne Zeit. Hey. Ich wollte nämlich schon die Anhänger anhängen für die Ernte vorbereiten. Wollten wir überlegen, ob wir uns da was Neues hier kaufen. Anhängertechnisch. Zwar für Getreide. Dass wir einen Hänger nehmen wie für Brandner zum Beispiel, zwei Stück. Oder Rudolf. Die können 18 Kubik oder 5,4 Tonnen, der Rudolf. Der andere 4,6 und der andere 5,4. Der Brandner, der Dreiachser, der kann 7,5 Tonnen oder 17,9 bis Kubik. Der kostet 39.000. Den Dreiachser Brandner. Davon zwei Stück kaufen. Soll ich machen? Ja, dann komme ich zum Händler. Also Brandner, DD, 24.073 XX. Das war nichts, ey. Ja, knapp 40.000. Kauf mal zwei Stück davon. Mit größten Aufbau, oder? Für Getreide weiß ich nicht genau, ob das dumpfernig ist. Mach mal erstmal. Ich wollte gerne zwei Anhänger mit wegfahren, verstehst? Und wenn wir richtig Getreide haben, hast du richtig große Mengen teilweise. Bei Raps ja weniger, da hast du ja nicht so eine hohe Ernte, aber bei Getreide, da hast du ja richtig viel teilweise. Bitte schön. Dankeschön. Richtig investiert. Schick. 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 Schick.
Schick. Ich koppel mal für dich an. Schick und gleich Nummernschilder. Schick. Müssten eigentlich beide angehen, ne? Kommt mir klar. Ich weiß immer ein. Bisschen zurück, ja, ja. Ach, sag bloß, wenn es zurück wird. So, passt, ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Meter, brrr. Passt. Erdön. Wahnsinn, vom ersten Mal gleich. Ja, warte. Profi. Ungeschnitten. Ja. Jetzt kann die Ernte beginnen. Mal sehen, wie schnell er noch fährt, wenn die Anhänger voll sind. Dann krieg ich einen neuen Fendt. Braucht man denn eigentlich noch den alten Anhänger? Wenn die beiden funktionieren, nicht. Okay. Würde ich mal jetzt nicht, nicht sofort verkaufen. Also normalerweise müssten die jetzt ungefähr halb voll werden. Bei Getreide. Würde ich meinen. Mal gucken. Wenn wir mal Häcksel gut fahren, dann können wir ja schräge ranfahren an diese Silos. Die musste so teilweise geschoben werden. Mhm. Mais. Wenn wir mal Mais haben. Ton ist weg hier. So, wenn man die Fahrzeuge für die Ernte wäre auch schon mal bereit. Juni. Was haben unsere Gewächshäuser genug Wasser? Ja, die haben alles. Die rauscht was. Wasser ist dreiviertel voll, locker. Als sagst du, willst du nochmal spulen? Ja. Okay. Jo. Oh, so, Lisa, das sollte schon voll gewesen sein. Dann sagen wir mal tschüss, ciao. Tja, morgen ist soweit und wir werden morgen die Ernte beginnen, denke ich mal. Und zum Livestream die Ernte, ja, soweit wie möglich schauen. Tschüss. Tschüss.